Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr heute wieder bei Let's Play Dreadnought dabei seid. Und heute will ich euch das Game mal ein bisschen, ja, vielleicht noch detaillierter vorstellen als beim letzten Mal mit dem Hangar, was man da so machen kann. Es gibt hier mehrere Reiter. Das Dashboard, ja, da ist halt einfach so ein bisschen an Informationen, was es so gibt, die Spotlights und bla bla bla, gar nicht so spannend. Der Hangar, das ist dann hier die Übersicht, die Schiffe, welche wir schon haben in der Loadout. Dann gibt es Trader Ships. Das sind vordefinierte Schiffe. Und Hero Ships. Da müsste ich eigentlich auch welche bekommen, weil die gibt es mit dem Founders Pack, aber irgendwie kann ich die nicht freischalten. Also, da bin ich noch dran, aber das ist dann da hier alles im Hangar. Play ist klar. Progression. Da sieht man natürlich, ich bin Level 2, also ich bin noch ganz frisch und man sieht, je nachdem, welches Level man ist, gibt es dann freischaltbare Sachen. Hier zum Beispiel gibt es eine Nuklear-Missile. Also, da bekommt man dann verschiedene Loadouts. Und im Market, da kann man sich neue Sachen kaufen. Waffenmodule kann man sich hier kaufen. Man kann natürlich sich Schiffe kaufen. Und das habe ich vor, euch mal zu zeigen. Es gibt auch verschiedene Dreadnoughts. Ist so das dickste Ding, was es hier so gibt. Deswegen auch die dickste Panzerung und die geringste Geschwindigkeit. Dann Korvetten. Das ist so, ja, ein bisschen was Kleineres, Schnelleres. Dann Artilleriecruiser. Die machen viel Damage auf lange Distanz eher. Zerstörer, auch nochmal ein bisschen anders. Tactic Cruiser, die können zum Beispiel auch heilen. Und Hero Ships, das wären dann sozusagen die, die es derzeit eben in dem Bundle gibt. Ich habe mir überlegt, heute euch mal mit euch zusammen ein Schiff freizuschalten. Und zwar eine Korvette, die Fulgora. Und eben, die haben sehr wenig Panzerung, sind dafür, aber die flinkesten können sich tarnen und sozusagen den Gegner stark nerven. Genau das ist doch mal eine Aufgabe für uns. Also, die wird mit GP, es gibt zwei verschiedene Währungen für ein Free-to-Play-Game. GP kann man sich kaufen, FP kann man sich erspielen. Dadurch, dass ich die nicht habe, wird es jetzt einfach mal mit dem hier gekauft. Und natürlich will ich ihn in den Hangar gestellt bekommen. Wenn ich jetzt wüsste, ah, da. Fulgora. The combat loadout consists of all the elements you need to take part in a battle. Genau. Ship class plus all the weapons, modules and officer briefings assigned to it. When you get any new weapons, modules or officer briefings, you can swap them out to enhance your battleships. Keep making a name for yourself around here and soon the trader will offer you all you need for many fine loadouts. Also, man kann sich hier dann dementsprechend das Ding verbessern und verstärken. Man sieht hier Beam Turrets, das sind die auf kurze Distanz sehr viel Damage machen. Und hier brauche ich dann zum Beispiel einen Rang 11, um das freizuschalten. Also man hat so ein bisschen noch was vor sich. Und hier den Medium Cloak, damit kann ich mich tarnen. Ich könnte auch einen Blink Warp nehmen. Das ist dann so ein bisschen eine Reichweitenverbesserung, dass man auf einmal 1200 Meter weiter Torpedos, Anti-Missile Puls oder Laser, je nachdem. Ich entscheide mich für den Puls. Ein Afterburner. Damit bin ich dann ein bisschen schneller unterwegs. Und Communications. Da kann man dann praktisch sehen, sobald was passiert, ist es ein aktiver Perk. Ja, so wäre das. Also wir spielen jetzt erstmal das im Standardbild. Gehen also hier in den Hangar. Gehen auf Start Matchmaking und da gibt es auch noch drei Möglichkeiten. Es gibt ein Team Deathmatch, das werden wir zusammen spielen. Es gibt eine Team Elimination, Survive and Eliminate the Enemy Team oder ein Trainingsmatch. Das ist dann natürlich Try and Loadouts. Also, deswegen würde ich sagen, wir starten mal mit einem Team Deathmatch und schauen, wie wir so uns schlagen können. Also, legen wir los. Da sind wir jetzt also auch in der Auswahl und jetzt kann man hier, wie gesagt, mit C sagen, nee, ich will ein anderes Schiff und deswegen nehmen wir Fulgora. Und wählen das hier aus. Damit sind wir 1 von 2. Wir sehen auch mal so, was der Rest so nimmt. Fulgora muss ich sagen, oder auch die Schiffsklasse selber, ist noch nicht so bei mir in Fleisch und Blut übergegangen. Da gibt es schon welche, die sind deutlich besser als ich. Aber es heißt ja nichts. Man muss ja nicht immer der Beste in allem sein. Einfach jetzt mal ein bisschen warten und gucken. So. Die Map habe ich jetzt schon ein paar Mal gespielt. Die ist jetzt eigentlich gar nicht so gut dafür.
Aber eine Sache weiß ich, nicht sofort in den Angriff schmeißen, sondern so ein bisschen zurückhaltend erstmal agieren. Ich bleib erstmal beim Team, weil diese Alleinfliegerei, das habe ich jetzt mittlerweile schon häufig gesehen und mitgemacht, das bringt erstmal gar nichts. Hier eine unserer Fähigkeiten, da sie mich tarnen kann. So, jetzt kann ich, wenn ich das schieße, dann ist das erstmal durch. Und da unten kommen sie schon. Ah, das wollte ich gar nicht. Den will ich. Ah, jetzt ist es zu spät. Komm schon, mach ihn weg. Ja. Einer weg. Ein paar to go. Komm schon, ich muss da hoch. Wo ist der böse Bube? Ich check's grad nicht. Auf jeden Fall, ja, genau. Erstmal wieder den Cloak anmachen. Da ist er. So, auch der ist weg. Das ist schön, wenn das Team einfach zusammen bleibt, dann hat das gegnerische Team einfach wirklich es sehr, sehr, sehr schwer. Jetzt wieder Cloak aktivieren. Da ist der nächste zerstört. Und jetzt wieder. Ah, ah, ah. Nein, jetzt werde ich hier zerstört. Schade, schade. Aber es lief bisher sensationell. So soll das sein. Und da sieht man auch erstmal schön, wer hat einen zerstört. Und der Alex oder Xl, der hat hier einen guten Job gemacht für sein Team. So, jetzt machen wir hier mal ein bisschen Speed. Oh, steig, 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 steig. Jo. Und dann Afterburner an. So, der ist zerstört. Jetzt haben wir den Cloak wieder an. Und hier, Gott sei Dank, die Raketen sind da ausgefallen. Hier kommen die nächsten. Ich würde ja gerne auf den da gehen.
Gatling Cog. Ready to launch. Fusion reactor is overheating, putting energy system offline. You've got him, Captain. Final blow. Jetzt gehen wir noch machen noch den Damage, der so reingeht. Wir cloaken. Aber jetzt muss der erstmal weg. Und da ist der Assist. Jetzt muss ich hier weg. Ganz, 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 ganz dringend. Und jetzt sollte ich eigentlich final meine Ruhe haben vor dem, hoffe ich mal. Hinter mir der eine ist immer noch her. Der will mich unbedingt. Aber jetzt habe ich hier hoffentlich meine Flotte wieder in der Nähe. Da ist schon mal einer. We're completely dominating the enemy, Captain. Das höre ich sehr, sehr gern. Versuche ich mich wieder hier ein bisschen an den Rand zu tasten. Und auch der ist zerstört. Jetzt läuft's einfach. Jetzt läuft's. Hi, engaging cloak. Das steht 65 zu 25. Das ist bisher sehr dominant von uns. Ah, ich dachte, den kriege ich noch, aber den habe ich noch sogar bekommen, wie man unten sieht. Der May ist meiner gewesen. Ja, der hat mir zwar Damage gemacht, aber ich habe ihn dann am Ende doch noch mehr gemacht. Und hier, da leider ist mir der OTAN nachgeflogen und hat mich dann genommen. Aber das war's wert. Der war raus. Und ich liege hier mit 7 zu 2 Kills wirklich sehr gut dabei. Also da kann ich mich in keinster Weise gerade aktuell beschweren. Einzige, unser Team teilt sich gerade immer mehr auf. Das ist das einzige nicht so förderliche gerade. Deswegen hoffe ich jetzt, dass sich das gleich wieder so ein bisschen dreht. Da unten der will jetzt noch rausgenommen werden. Ja! Sehr gut, sehr, sehr, sehr gut. So, da muss ich mich nur wieder ein bisschen verstecken.
ist hier ein bisschen die Schubdüsen wieder aktiv. Und diesmal will ich den... Ja, das war die Rache am Otadis. Und hier eine kleine Ehrenrunde und vor geht's. Aber 95 zu 45, da muss es schon mit dem Teufel zugehen, als dass die Runde nicht geht. Und es ist echt so, wenn man mal so ein bisschen die Mechanik verstanden hat, dann ist das alles gar nicht mehr so schwierig. Ja, und der Kill, der war definitiv noch einer. Da bin ich extra hingesprungen. Das war doch eine sensationelle Runde und das zeigt, wie cool dieses Spiel sein kann. Ich kann euch versprechen, das war definitiv nicht das letzte Mal, dass ihr da mit in Berührung kommt. Und Victory, Reputation, Fleet, Kills, da habe ich mich wirklich ordentlich gestellt. Konnte hier also wirklich viel machen, um auf den Level 4 schon fast vorzustoßen. Und ihr seht, mit 10 Kills war ich auch einer der dominierenden und 2 Deaths. Also da habe ich wirklich ordentlich um mich geschlagen. Also, das war eine schöne Runde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wie gesagt, es wird definitiv mehr noch von Dreadnought geben. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.